Hallo Community, hier sind wir beim zweiten Video der Genau. Gilden Kids Unboxings. Hier ist der Julian, ich bin der Micha, Tag. Tachchen von Trader Online Video. Ja, und wir machen hier zack, 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 wir boxen uns ja so durch. Und schaut mal in Video 1 rein. In jedem Video gibt es eine Verlosung, aber dazu gleich mehr. Jetzt ist Boos dran. Ne? Ja. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Gut, so, also wir haben gesagt, wir gucken uns mal Ja. Boros an. Es gibt ja fünf Gilden-Kids-Decks an der Zahl. Das heißt, es gibt fünf Unboxing-Videos und in jedem Video ist jetzt Blackfire mit dabei. Die könnt ihr auch neue Artikel bei uns im Shop bestellen und hier gibt es jetzt ein Päckchen Würfel zu gewinnen, passend so in so ein bisschen hier in der Marbled Coffee Farbe, 36 Stück in der Zahl. Ihr macht in der Verlosung teil, wenn ihr das Video liked und kommentiert und den Kanal abonniert. Ne? So seid ihr Genau. mit dabei und das wird so nach und nach mehr. Also Dankeschön dafür. So, jetzt geht es aber weiter mit den Gilden Kids. Also, ne, das ist ja so richtig das, was ihr für eure Gilde braucht. Also super Weihnachtshighlight, finde ich. Deck 1 war schon mega cool. Ja, Ne? auf jeden Fall. Ja, und jetzt gucken wir uns hier Boros an, also entsprechend rot-weiß. Das sagt ja auch, willkommen in der Boros-Legion. Diese Box enthält alles, was du zum Schutz der Gesetze und der Demonstration deines Mutes im Kampf und darüber hinaus benötigst. Erfülle uns mit Stolz, Soldat. Super, bin begeistert. Hatte Boros-Deckbox ein Deck mit 60 Karten, zusammengestellt aus allen drei Ravnica-Blöcken, inklusive spezieller Boros-Standardländer, ein Boros-Symbolsticker, ein Boros-Lebenspunktezähler, Spielsteine und ein Boros-Anstecker. Super. Ja. Das finde ich richtig cool. Also das Produkt ist limitiert. Das heißt, man wird es Stattlich. nicht so lange bekommen. Ich weiß nicht, ob da nochmal ein Reprint von kommt. Also ähnlich wie bei Commander. Also man weiß ja nie, wie die Nachfrage ist. Es gibt es in Deutsch und Englisch. Aber wenn es euch interessiert, kann ich schon mal sagen, haltet euch ran. Denn ja, man wird es nicht so lange bekommen. Ne? So, dann machen wir mal auf. Oder wir gehen erstmal hier wieder da. Oh, das ist auch, sieht auch lustig aus hier. So, erstmal wieder so hier Boros, ne? Zack, rot-weiß auf die Boros. Fresse. So, und dann irgendwie Boros Regeln, Vorschriften. Das haben sie auch richtig gut vom Design aufgemacht. Steh aufrecht, selbst deine Haltung steht für Gerechtigkeit. Handle ehrenvoll in jeder Lage und so weiter und so weiter. Also so praktisch nochmal hier, der Marsch geht nach vorne, Soldaten. Und Ja. ne, Decklisting ist auch mit dabei. Und wie wir das Deck zu spielen haben, ganz kurz in den Worten zusammengefasst. Dann haben wir einen coolen Sticker. Den kann man sich also Ja. irgendwo an seinen Ordner dran pinnen oder so, wenn ein Boros-Fan ist, finde ich auch richtig cool. Und dann die Deckbox mit dem marschiert Legionen Boros. Das geht alles voll in die Richtung, ne? Also finde ich Ja. auch gut. Da wird das Deck auch mit Hüllen reinpassen. Ne? Aber Hüllen sind ja nicht dabei. Die könnt ihr euch dann entsprechend einzeln holen, zum Beispiel bei uns im Shop. So, dann haben wir hier noch einen schönen Würfel. Ne? Entsprechend Ja, auch mit den dem Boros. Boros-Symbol drauf. Muss natürlich alles passend sein. Das ist richtig, das ist das Boros-Kit. Und hier nochmal der Boros-Anstecker. Auch den finde ich richtig cool. Der ist richtig aus Metall. Ne? Ja. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht andere damit verletzt oder so. Aber insofern irgendwie ist das auch nochmal ein richtig, richtig schönes Gimmick. Und auch sowas ist natürlich irgendwie so ein Sammelitem. Also ich Ja. finde das schon gut. Es ist wirklich ein Anreiz zu sagen, wenn man da mehr drauf steht, zu sagen, ah, ich hole direkt das Gildenset oder so. Ich will die alle haben, ne? Weil es einfach so lustig ist. So, dann kommen wir mal zu den Karten. Decklord ist die Kriegsführerin Aurelia. Die ist übrigens nicht standardlegal, kommt aber jetzt hier in Foil daher mit zwei und kostet vom Beschwören her zwei weiße, zwei rote, zwei farblose Mana. Ist dann ein 3-4 legendärer Engel mit fliegend Wachsamkeit Eile. Sieht auch sehr schick aus, muss man Ja. sagen. Ne? Und immer wenn die Kriegsführerin Aurelia zum ersten Mal in einem Zuge angreift, enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst. Nach dieser Phase gibt es eine zusätzliche Kampfphase. Also da geht's richtig auf die Omme. Ja, Das die ist ist echt mega so der gut. Mega-Decklord, ne? Und das haben wir im anderen Deck ja schon gesehen. Also es wartet, die Karten sind meistens mal, gerade die Rares und sowas, sind immer nur einmal drin. Und Ja. es ist wirklich, es wartet richtig mit Top-Sachen auf. So. Dann geht es jetzt weiter. Nächste Rare. Getreuer der Legionen. Ein rotes Mana 1-1-Kreatur, Goblin-Soldat mit Eile und der Bataillonsfähigkeit. Immer wenn der Getreue der Legion und mindestens zwei andere Kreaturen angreifen, was definitiv oft passieren wird, erhalten alle Kreaturen, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges Erstschlag, verursachen Trampelschaden und können in diesem Zug von Kreaturenspielsteinen nicht geblockt werden. Ja, gut, ne? Das Ja, kann ultra stark sein. das kann ultra stark sein. So, weiter geht's mit der Blitzklingenverfechterin. Die ist standardlegal, das sehen wir hier Ja. etwa. Ne? So, und sagt, für ein weißes, ein rotes, eine 1-1-Kreatur, Mensch-Soldat mit Doppelschlag, Wachsamkeit und verursacht Trampelschaden. Ja, Ja. gut, weiter. Da sind also wirklich schon Karten jetzt drin aus
Gilden von Ravnica. Da auch der Kriegsboss der Legion, finde ich auch eine super Karte. Ein rotes, zwei farblose Mana, ein 2-2 Goblin-Soldat mit der Mentor-Fähigkeit. Immer wenn diese Kreatur angreift, lege eine +1/+1 Mark auf eine angreifende Kreatur deiner Wahl, deren Stärke niedriger ist. Und er sagt aber, erzeuge zu Beginn des Kampfes in deinem Zug einen 1-1 roten Goblin-Kreaturen-Spielstein. Der Spielstein erhält Eile bis zum Ende des Zuges und greift in diesen Zug an, falls möglich. Und das macht er ja dann praktisch immer. Also auch wenn der Kriegsboss der Legion nicht angreifen würde, kommt trotzdem immer zu Beginn des Kampfes, macht er immer eine Kampfphase da einen Goblin-Spielstein rein. Das macht den schon total super. Ja, Boros Abwäger, auch sehr stark. Aber wieder, wie seht es am Editionssymbol, nicht Standardartikel. Dann haben sie wirklich immer hier dieses Boros-Zeichen drauf. Also, weil Golgari war das Golgari-Zeichen drauf, das heißt, wir haben dann entsprechend das Gildensymbol drauf. Okay. Das sind hybride Mana, das heißt, ich kann es entweder mit weiß oder mit rotem Mana bezahlen. Und dann haben wir da einen Kreatur-Minotaurus-Zauberer, Stärke 3, Widerstandskraft 3. Immer wenn dem Boros-Abwäger Schaden zugefügt wird, fügt er einem Ziel deiner Wahl ebenso viel Schadenspunkte zu, was echt nervt den Gegner. Für weißes oder rotes Mana pumpbar. Der Boros-Abwäger erhält Erschlag bis zum Ende des Zuges. Das macht ihn natürlich dann auch richtig stark. So, Feuerschweif-Rächerin. Ein weißes, ein rotes, zwei farblose, eine 3-3-Kreatur, fliegender Engel. Mit der Bataillonfähigkeit, immer wenn die Feuerschweifrächerin und mindestens zwei andere Kreaturen angreifen, fügt die Feuerschweifrächerin einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu und du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Das ist auch ein richtiges Brett. Alles Brett. Ja, aber die sind ja alle gut. Ne? Der Powerlevel ist einfach sehr hoch oben. Ja. Funkengardist. Ein weißes, zwei rote, ein farbloses Mana, Elementarwesen, Soldat, Stärke 6, Widerstandskraft 1, verursacht Trampelschaden, Lebensverknüpfung, Eile. Ne? Opfere den Funkengardisten zu Beginn des Endsegments. Früher gab es sowas ähnlich als Ball Lightning, das ist jetzt auf Boros gemünzt, der rutscht einmal rüber. Aber du kriegst natürlich entsprechend auch das Leben dafür, Schaden und sonst irgendwas. Und also ist schon, ist gut. Ja. Und du willst ja Druck machen, wenn du noch ein Live-Gain hast, ist ja super. Ne? Argus Kos Vojak-Veteran. Ein weißes, ein rotes, drei farblose, legendäre Kreatur, Mensch-Soldat. Immer wenn Argus Kos Vojak-Veteran angreift, erhalten angreifende rote Kreaturen +2/+0 und angreifende weiße Kreaturen +0/+2 bis zum Ende des Zuges. Und da unsere Kreaturen teilweise hybrid sind, heißt das, sie kriegen +2/+2 in dem Fall sogar. Ja. Ne? Selber ist er 3-3. So, Licht der Legion. Da wieder eine Standardkarte mit dabei. Ja, sehr schön. Für 6 Mana, ein Engel, Stärke für Widerstandskraft, 5 für der Mentorfähigkeit. Immer wenn diese Kreatur angreift, lege eine +1/+1 Mark auf eine angreifende Kreatur deiner Wahl, deren Stärke niedriger ist. Wenn das Licht der Legion stirbt, lege eine +1/+1 Mark auf jede weiße Kreatur, die du kontrollierst. Ja. Ja, Engel dürfen ja nicht fehlen. Ne? Hier haben wir den Feuerschweif-Engel auch wieder im Reprint. Ja. Zwei weiße, ein rotes, drei farblose Mana, ein Engel. Stärke 4, Widerstandskraft 3, fliegend Erstschlag zu Beginn deines Versorgungssegments. Und falls der Feuerschweif-Engel in deinem Friedhof oder im Spiel ist, kannst du einen Lebenspunkt dazu erhalten. Aha, also immer praktisch, ne? Ja. Wenn er nicht außer ist, ist er im Exil oder auf der Hand. Ja, gut, okay. Und dann die Ulti-Fähigkeit praktisch für 6 farblose Mana, 2 rote und 2 weiße. Bringe den Feuerschweif-Engel aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Aktiviere diese Fähigkeit nur während deines Versorgungssegments. Okay, das ist teuer. Ja, das ist teuer, aber fürs Late-Game gucken wir mal. Okay, Razia, Boros Erzengel, kostet auch vom Aussprechen 8 Mana. 2 weiße, 2 rote, 4 farblose, 6-3 Engel, legendär. Fliegen, Wachsamkeit, Eile. Und für Tappen, die nächsten 3 Schadenspunkte, die in diesem Zug einer Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, zugefügt würden, werden stattdessen einer anderen Kreatur deiner Wahl zugefügt. Hat er selber Wachsamkeit. Das ne? Also ist da krass. Muss man mal gucken, was man damit anstellen kann. So, meisterhafte Kriegskunst. Wieder Hybrid, ne? Entsprechend irgendwie eine Mischung aus Rot und Weiß und 2 weiteren farblosen Mana. Ja. Wirkt diesen Zauberspruch nur, bevor Angreifer deklariert werden. Du bestimmst, welche Kreaturen in diesem Zug angreifen. Du bestimmst, welche Kreaturen in diesem Zug blocken und wie sie blocken. Dann hast du also praktisch einmal da das Sagen über die gegnerischen Kreaturen. Krass. Helle Flamme. 2 weiße, 2 rote und X. Als Hexerei mit Ausstrahlung. Die helle Flamme fügt einer Kreatur deiner Wahl und jeder anderen Kreatur, die mit ihr eine Farbe gemeinsam hat, x Schadenspunkte zu. Du erhältst so viele Lebenspunkte dazu, wie auf diese Weise Schadenspunkte zugefügt wurden. Also die teilt dann richtig aus, wenn du es halt gegen ein anderes Deck spielst, weil die sind ja alle irgendwie entsprechend farblastig. Ne? Ja, also die helle Flamme räumt in dem Fall dann richtig auf. Gut, kommen wir zu den, das waren also hier entsprechend nochmal die Rares, da haben wir also entsprechend auch, sollten glaube ich dann 13 Stück sein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja, ne? Mhm. Also wie im anderen im Golgari-Deck auch. So, kommen wir zu den Tokens, wir haben einen Goblin-Token, auf der Rückseite ist ein Soldat,
Dann haben wir hier die Hybrid-Soldaten und auf der Rückseite wieder Goblins und normalen Soldaten. Okay, gut, so. Kommen wir zu den Kammenkarten. Wildgewordener Goblin ist dabei. Für ein rotes Goblin-Berserker 1-1, immer wenn der wildgewordene Goblin angreift, kannst du ein rotes Mana bezahlen. Falls du dies tust, kann eine Kreatur in deiner Wahl in diesem Zug nicht blocken. Okay. Das ist böse. Ja. Boros Elite ist auch sehr gute Ankampfkarte. Ein weißes Mana mit Bataillonsfähigkeit, selber als 1-1. Immer wenn die Boros Elite und mindestens zwei andere Kreaturen angreift, die Boros Elite +2/+2 bis am Ende des Zuges. Ja. Und wenn du dann mehrere Karten mit Bataillonsfähigkeit hast, dann haben die alle, teilen die ja alle ihre Effekte auf. Das, ne? Das sehr, heißt, sehr dann geht das richtig hoch. Bomberkorps. Ein rotes, ein farbloses Menschsoldat, Bataillon, auch wieder 1-2er. Immer wenn das Bomberkorps und mindestens zwei andere Kreaturen angreift, fügt das Bomberkorps einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Mhm. Wagemutiger Luftjäger. Ein weißes, ein farbloses 3-1 Menschritter, Bataillon. Immer wenn der wagemutige Luftjäger und mindestens zwei andere Kreaturen angreifen, erhält der wagemutige Luftjäger Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Mhm. Sonnenheimgetreuer, ein weißes, ein farbloses 2-2 Erstschlag mit Mentorfähigkeit. Immer wenn diese Kreatur angreift, lege eine +1/+1 Marke von angreifende Kreatur deiner Wahl, deren Stärke niedriger ist. Ja. Boros Flinkling und immer alles schön einmal, ne? Also spielt sich schön abwechslungsreich dann. Ein weißes, ein farbloses und 1-2er Menschsoldat mit Doppelschlag. Der ist doppelt dabei. Schlägt er doppelt. Sonnenheim Gildenmagier. Ein weißes, ein rotes Menschzauberer 2-2 mit der Fähigkeit weiß-rot, farblos und pumpbar. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 zu Ende des Zuges. Oder für weiß-rot, zwei farblose auch pumpbar. Erzeuge einen 1-1 roten und weißen Soldat. Kreaturenspielstand mit Eile. Ja. Der ist auch zweimal dabei. Okay. Wojak Leibwache. Ein rotes, zwei farblose, ein 3-3 Kreatur Menschsoldat mit Mentorfähigkeit, haben wir gerade erklärt. Die Wojak Leibwache kann weder alleine angreifen noch alleine blocken. Mhm. Okay, aber wir haben ja genug Kreaturen. Ja, das stimmt. Klingenausbilderin. Für 3 Mana ist eine 3-1 Kreatur, auch mit der Mentorfähigkeit. Also züchtet, weil die vorne alle Stärke so hoch haben, züchten die kleinen Sachen alle dann hoch. Ne? Und, die ist gut. Ja, so Himmelsritter Legionär. Ne, auch der würde zum Beispiel von ihr jetzt hochgezüchtet werden, ne, weil er Stärke 3, er Stärke 2. Ein weißes, ein rotes, ein farbloses Menschritter 2-2, fliegend Eile. Sehr gute Karte. Zweimal dabei. Hammerkämpfer. Weiß, rot, zwei farblose mit der Mentorfähigkeit. 5, ja, der Punkt auch brauchen. 5-2er. Macht ein bisschen Druck. So, jetzt kommen wir zu den Ländern. Dass wir entsprechend auch unser mehrfarbiges Mana spielen können, haben wir die Boros Garnison. Kommt getappt ins Spiel. Wir müssen, wenn ins Spiel kommt, ein anderes Land, das wir kontrollieren, auf die Hand des Besitzers zurückbringen. Und dann bekommen wir dafür aber fürs Tappen ein rotes, ein weißes Mana. Mhm. Ja. Ja. Kleiner Tipp: Das Land, was man auf die Hand zurückbringt, muss nicht ungetappt sein. Ja? Also man kann davor noch das Land vermanet haben. Ne? Boros Gildeneingang, ne? Darf natürlich auch nicht fehlen. Kommt getappt ins Spiel und erzeugt ein rotes oder weißes Mana. Auch viel mit dabei. So, Sonnenheim Festung der Legion als Land erzeugt uns ein farbloses Mana und hat die Fähigkeit für weiß, rot, zwei farblose und tappen. Eine Kreatur deiner Wahl erhält Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Das kann richtig wehtun, wenn da so ein fliegender Engel durchkommt und dann sagst du auch nochmal Doppelschlag hinterher. Das ist dann richtig weh. So, jetzt kommen hier die Gebirge. Sehr schön. So entsprechend in diesem Boros-Artwork, finde ich auch richtig cool. Stimmt. Also die gibt es dann ja praktisch dann nur hier. Also das hier ist hier unten, der untere Teil ist neu. Alles mit einem gleichen Design, aber diese Länder bekommt ihr halt entsprechend nur hier. Ist auch schön, dass Magic dann so extra Anreize schafft. Ne? Genau wie jetzt hier. Ja, die Ebenen im Boros-Style. Dann ist halt alles so total auf mega auf Boros gemünzt. Also ist schon wirklich lustig. Ne? Ja, und oft auf Truppenstärke hier. Da geht's los. Okay, so, jetzt haben wir noch entsprechend die weiteren Sprüche, also die Nicht-Kreaturensprüche. Ja. Für den Kampf rüsten. Eine Hexerei für ein weißes Mana. Lege je eine +1/+1 Marke auf bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl. Okay. Boros Petschaft gibt uns entsprechend ein bisschen Mana. Ne, ein Artefakt für 2 Mana kommt rein, für 1 Mana und Tappen erzeugt dann ein rotes, ein schwarzes, ein weißes Mana 2-mal. Oh, Boros Amulett, sehr starke Ankampfkarte dabei, wieder da. Nicht standardlegal, aber Top-Karte. Ein weißes, ein rotes, Spontanzauber, bestimme 1. Das Boros Amulett fügt einem Spieler oder Planeswalker deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Das tut schon mal weh. Oder bleibende Karten, die du kontrollierst, erhalten Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges.
oder eine Kreatur deiner Wahl erhält Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Ist alles krass. Ja, ist alles gut, ne? Ja. Ja. Und die Blinzelix darf natürlich auch nicht fehlen. Also da reißt es nochmal richtig raus. Für ein weißes, ein rotes Spontanzauber. Mit die Blinzelix fügt einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu und du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Super Karte. Ja. Dann haben wir noch die Soldatische Pracht. Ein weißes, ein rotes Spontanzauber. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 3 bis zum Ende des Zuges. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 0 plus 3 bis zum Ende des Zuges. Ja. Gut, können wir auch mitspielen. Boris Runenschlüssel, ein Artefakt für 3 Mana, sagt Tappen erzeuge rotes oder weißes Mana oder für weiß-rot. Und der Boris Runenschlüssel wird bis zum Ende des Zuges zu einer 1-1 roten und weißen Soldat-Artefakt-Kreatur mit Doppelschlag. Okay, also hilft uns also ein bisschen, die Tore in Englisch schneller sprechen zu können. Treue Verbündete, hier für 3 Mana, Hexerei, erzeuge 2 1-1 weiße Soldat-Kreaturen, Spielstände mit Lebensverknüpfung. Und das war auch schon die letzte Karte. So, das ist das Boros-Deck. Was ist deine Meinung zum Boros-Deck? Wie auch das Goldare-Deck ist es richtig stark. Ich mag einfach Enge. Und Doppelschlag, Erschlag und so. Ja, man also die Decks bilden ja wirklich das ab, was man von den Gilden erwartet. Ne? Und ist auch wirklich ein schönes Weihnachtsgeschenk entsprechend. Und da kann man nichts falsch machen. Schön ist auch, dass es das Produkt in Deutsch gibt. Ne? Und dass man also wirklich da sagen kann, hier, ich gehe da voll in Magic drin auf und lebe meine Gilde. Finde ich auch super, also für uns absolute Kaufempfehlung. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den Decks haltet. Dann nehmt ihr auch an der Verlosung teil, wenn ihr noch das Video liked und nun an dem Kanal ein Abo gebt. Ja, und wir unboxen uns hier schön brav weiter. Ja. Ne? Drei Decks haben wir ja noch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Genau. Tschüss. Ciao.